Für manche ist bei der Wahl des Ausbildungsplatzes auch das Ansehen des Ausbildungsbetriebes enorm wichtig. So ein Beispiel haben wir jetzt, nämlich die GEA Lahn Formteile GmbH aus Oberkotzau, bereits zum dritten Mal unter Bayerns Best 50. Wir sprechen mit Katharina Tate, Abteilungsleiterin Personal und Organisation. Was sagt denn diese Auszeichnung aus? Ja, das ist einfach eine absolute Auszeichnung für unseren Erfolg in den letzten Jahren, sowohl in den Umsatzbereichen auch, als auch in den Mitarbeiterzahlen. Da ist einfach unheimlich viel passiert bei uns und der Zulauf der Mitarbeiter und auch Auszubildenden zeigt das natürlich und wird dann auch von Bayerns Best 50 gewürdigt, dass wir hier eine Auszeichnung erhalten. G hoch 3, das zeichnet die Ausbildung aus. Was steckt denn dahinter? Genau, unser GEA Lahn Ausbildungskonzept, GEA Lahn hoch 3, genial gut geschult, zeichnet einfach aus, dass unsere Auszubildenden von Anfang an direkt gut dabei sind. Die werden sofort von Tag 1 sozusagen in der Fachabteilung integriert. Zusätzlich informieren wir oder ergänzen wir die Ausbildung durch externe Partner, aber auch Schulungen, Workshops, wo wir bei uns intern abhalten im Endeffekt, um den Auszubildenden noch mehr an Entwicklung und Erfahrung mitzugeben. Die Ausbildung durchlaufen, satte 4 Jahre lang, hat Kevin. Kevin, wenn man dann in der Ausbildung mal eine Frage hatte und auf die Meister, auf die Gesellen zugegangen ist, wie haben die dann reagiert? Also in der Ausbildung, da wird man echt gut unterstützt. Wir haben echt viele Gesellen, die fachkompetent sind, die wirklich einem sehr gut weiterhelfen. Also wenn man da eine Frage hat, da wird man auch mehr behandelt wie ein Kollege. Also nicht, dass man nur Arbeitskollegen sind, sondern auch mehr menschlich. Also die Fragen werden immer sehr gut beantwortet und mir konnte immer gut weitergeholfen werden. Und wenn du die letzten 4 Jahre mal bilanzieren solltest, was würdest du sagen? Also in meiner Ausbildung war es besonders, dass ich von der Berufsschule her in Indien war. Also es war ein Indien-Projekt. Da waren wir 2 Wochen in Indien, haben mit indischen Schülern zusammengearbeitet und es war echt toll. Liebe Schüler, wenn ihr Fragen und Informationen wollt rum um die Ausbildungsbetriebe wie zum Beispiel GEA Lahn, dann schaut doch auch mal ins Internet.